Gestern bin ich aufgewacht, weil es mir an der Wade zu warm wurde. Die Ursache dafür seht ihr hier. Dann ging es auch schon direkt los ins Auto, denn wir waren verabredet zu einem Spaziergang im Wald. Wir waren im Naturschutzgebiet unterwegs, da gilt übrigens Leinenpflicht und daran sollte man sich auch halten, denn wenn man dabei erwischt wird, wie man es nicht tut, kann das richtig teuer werden. An der Stelle hat sich mir die Frage gestellt, was ist, wenn ich eine Leine an meinem Hund dran habe, die aber nicht in meiner Hand halte? Vielleicht sind ja irgendwelche Juristen hier anwesend. Hier zum Beispiel kann man sehen, Schleppleine ist am Geschirr. Ich habe sie jetzt nicht in der Hand, finde ich aber okay, weil mein Hund geht auf den Wegen und stört nichts in der Natur. Dann ist was echt Unerwartetes passiert, weil die Abby hat gebuddelt und das tut sie normalerweise nie und es war echt faszinierend. Das Wetter war uns dann nicht zu gut gesonnen, es hat leicht angefangen zu regnen, für meinen Wüstenhund aber schon Grund genug, panisch in Richtung Auto zu flüchten. Es ist immer ganz spannend zu beobachten, wie ihre Motivation ins Auto zu steigen ansteigt, wenn es draußen nass wird. Anschließend gab es noch Fress hier im Auto und dann wurde den gesamten Rest des Tages geknackt. Wir waren um 14 Uhr zu Hause und sie hat 20 Stunden durchgeschlafen.